Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Da sind sehr viele neue Rezepte. Ich war die letzten Tage sehr viel in der Küche, habe neue Rezepte ausprobiert, sie verfeinert und habe gerade im Ofen wieder die Quiche und die veganen Pizzabrötchen. Also ist ja alles vegan, beziehungsweise fast alles. Ich glaube, ein Gericht war vegetarisch, da war ein bisschen Ei drin. Aber ihr werdet das ja selber sehen. Plus, ich werde euch ein paar Bikinis von Kapschi vorstellen. Kapschi.de, die haben jetzt zum dritten Mal Bikinis und noch so eine Art Jäckchen-Kimono zugeschickt. Und das werde ich euch später zeigen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Freunde, ich präsentiere euch hier ein veganes Mac and Cheese. Ein gesundes Mac and Cheese. Das habe ich gestern gekocht und habe mir das in eine Tupperdose getan und ja, esse heute die zweite Portion davon. Ich habe mir dazu ein bisschen Brokkoli und Kichererbsen gekocht mit ein paar Zwiebeln, um so ein paar Greens dazu zu haben. Und dieses Mac and Cheese ist so cremig und so lecker. Ich habe das gestern für eine Freundin und mich gekocht und euch das schon auf Instagram gezeigt und es ist einfach der Wahnsinn. Die Nudeln sind jetzt ein bisschen zusammengestickt, weil, ja, wenn man das im Kühlschrank lagert, dann passiert das ja schnell. Aber es ist sehr, sehr lecker und ich freue mich jetzt sehr, das zu essen. Im Ofen habe ich schon das nächste Rezept, eine vegane Quiche und so einen veganen Nachtisch und Pizzabrötchen. Also ich bin im Kochmodus, sage ich mal. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Hier haben wir auch schon meine Pizzabrötchen und meine Desserts-Nachtisch-Variante. Ich werde euch das nochmal zeigen, wenn ich die esse bzw. aufschneide. Und zwar ist das hier mit dieser Bischof-Spekulatius-Creme gefüllt. Das ist mit veganer Nutella gefüllt. Das mit veganem Simply-V-Käse und Spinat. Und das ebenfalls. Und das ist einfach so einfach. Ich habe mir einen Blätterteig aus dem Kühlregal gekauft. Der ist nämlich in den meisten Fällen vegan. Habe das mit den beschriebenen Zutaten befüllt, in den Backofen gegeben für 13 Minuten. Und zack, da habt ihr einfach was Herzhaftes und was Süßes, also perfekter Party-Snack oder was auch immer. Und ja, ich freue mich schon sehr, das zu essen. Hab aber auch noch das Mac and Cheese. Ja, mal sehen, wie viel ich schaffe. Aber ich bin einfach so ein Kochfieber. I love it. Ich habe diese Teigtasche jetzt einfach mal aufgerissen und ihr seht hier, dass vegane Nutella schon rauskommen. Es ist flaky, es ist cross. Ich glaube, ich muss nur ein bisschen aufpassen, weil die Füllung sehr heiß sein kann. Und der Trick an dem Ganzen ist, dass ihr ein Teelöffel oder Esslöffel vegane Nutella oder halt diese Bischofcreme oder Erdnussbutter, was auch immer ihr mögt, nehmt und in so einen Eiswürfelbehälter tut. Dann habe ich das für eine Stunde eingefroren und den gefrorenen Klotz habe ich dann einfach in diese Teigtasche gegeben und gebacken, weil dann bekommt das einfach die perfekte Konsistenz und ja. Hier haben wir so eine Teigtasche, das ist jetzt die mit Bischof gefüllt und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht, wenn man sie aufbricht. Food Porn 100, sage ich euch. So lecker. Und hier haben wir die herzhafte Teigtasche, davon habe ich auch schon eine gegessen. Und zwar ist die mit Spinat und veganem Käse gefüllt. Dieser Simply V Käse, den man auch im Tiefkühlregal kaufen kann, kann ich sehr empfehlen. So, so lecker. Ein bisschen flaky, aber so soll es ja sein. So, und das ist die Quiche, die ich gemacht habe. Das Rezept wird es in meinem E-Book geben und ja, ich bin einfach sehr gespannt, wie diese mir gelungen ist. Wir haben in dem Boden oder als Füllung gebratenen Brokkoli und als Topping habe ich dann ein paar Cherry-Tomaten gegeben. Und der Rand besteht wieder aus Blätterteig und ja, das ist eine weitere vegane Rezeptinspiration, die echt fix ging. Nicht viele Zutaten, vegan, gut für die Umwelt und lecker. So Freunde, es ist schon sehr spät. Ich komme gerade von einem Tantra-Workshop. Hier seht ihr die Uhrzeit. Und ich werde jetzt meine Quiche probieren. Ihr seht, wie gut sie gelungen ist.
Und ja, ich wollte euch nur einmal zeigen. So sieht dann das Innere aus. Ich habe das unten mit Brokkoli gefüllt. Dann haben wir hier die Quiche-Masse. Oben die Tomaten. Lässt sich super easy schneiden. Und schmeckt so lecker. Hier seht ihr ein Banana French Toast. Das habe ich euch in einem meiner letzten Food Diaries gezeigt. Das esse ich ja irgendwie jeden zweiten Tag gefühlt. Und es ist so ein bisschen auf gesunder Basis. Und ja, das werde ich jetzt essen mit Zart-Bitter-Schokolade. Bisschen Erdnussmus, eine halbe Banane, ein bisschen Ahornsirup und ja, guten Appetit. Ich zeige euch jetzt mein Abendessen. Ich glaube, das sieht so semi-lecker aus. Wir haben auf jeden Fall Nudeln, die hatte ich noch von dem Mac and Cheese im Kühlschrank. Die sind jetzt, glaube ich, 2 Tage alt und müssen ja dann auch mal irgendwann gegessen werden. Dann habe ich diesen veganen Spinat von Iglo in einem Topf aufgetaut, die Nudeln dazu gegeben. Dann habe ich ja auch noch ein bisschen von diesem veganen Simply V Käse von meinen Pizzabrötchen. Da habe ich da noch ein bisschen was zugemacht, so eine käsige Spinatsoße. Genau, und dann habe ich auch noch ein paar Hefeflocken und die habe ich jetzt so ein bisschen als Parmesanersatz da drüber gegeben. Und ja, das ist jetzt ein ganz, ganz schnelles, halbwegs gesundes Abendessen. Und vegan und lecker. Guten Morgen, heute gibt es mal ein sehr einfaches Frühstück. Und zwar habe ich Vollkorntoast mit einem veganen Käse. Den nimmt mir mein Papa immer aus Dänemark mit, wie ihr unschwer erkennen könnt. Dann habe ich noch eine Banane, die werde ich mit ein bisschen Kokosaufstrich essen. Eventuell auch noch ein bisschen Erdnussmus. Und dazu gibt es einen Kaffee mit Sojamilch. Und hier stehen auch noch andere Frühstücksutensilien von meinem Papa auf dem Tisch. Obviously. Ich habe mir gerade ein schnelles Abendessen gemacht. Ich habe im Ofen gerade eine Chocolate Fruit Pizza, eine gesunde. Und die ist noch nicht ganz fertig, deswegen habe ich mir schnell einen Vollkornwrap mit Leinsamen mit ein bisschen veganem Simply V Käse gefüllt und Tomaten. Und da drauf streiche ich noch so ein bisschen Hummus, weil der auch weg muss. Und genau, das habe ich eben in Alufolie eingewickelt und dann in so ein Grill-Dings getan, was wir haben, wie, so ähnlich wie ein Sandwichmaker. Genau, und das esse ich jetzt und das ist sehr lecker. Hier ist jetzt meine Chocolate Fruit Pizza. Normalerweise gehört da ein bisschen Obst drauf, aber ich hatte heute Mittag schon hier so ein Müsli mit zur Arbeit. Das hatte ich euch ja gezeigt, beziehungsweise Overnight Oats. Und da war Banane drin und Blaubeeren. Und in dem Teig ist auch eine Banane drin, deswegen habe ich mich jetzt nur hier für eine gesunde Schokocreme, die ich gerade selbst gemacht habe, entschieden. Plus ein paar Kokoschips. Das ist komplett zuckerfrei und hat nicht viele Kalorien. Ich glaube sogar unter 400. Und ja, das werde ich jetzt genießen und essen. Es ist Frühstückszeit und ich werde jetzt als kleine Vorspeise für mein Frühstück ein bisschen Obst essen. Und zwar ist das gefrorene Mango und Blaubeere, die ich habe auftauen lassen. Und dann habe ich noch ein bisschen Sojajoghurt dazu gegeben und das alles vermengt. Deswegen ist die Farbe jetzt sehr lila. Und dann habe ich mir auch schon mein Oatmeal gekocht. Da ist ein bisschen Zartbitterschokolade drin. Das werde ich gleich erst in diese Schale geben. Zusammen mit Kokoschips und allen möglichen Toppings. Und ja, erstmal wird es das geben. Mm. Nutrageous. So, Freunde, ich zeige euch jetzt einmal die Bikinis von Capshi. Ich will die ganze Zeit Chiquelle sagen, weil ich mit denen ja in einem meiner letzten Videos kooperiert habe. Aber nein, es ist capshi.de. Und zwar habe ich mir... Rocky, geh doch mal aus dem Weg, tut mir leid. Und zwar habe ich mir diesen Bikini hier ausgesucht. Ich fand den ganz nice wegen diesen Straps, die ihr hier seht. Also
dieses kleine Detail. Und ja, ich war schon sehr lange nicht mehr im Fitnessstudio, was ich gerade wieder sehe. Deswegen eventuell wird heute wieder Yoga gemacht oder ins Fitnessstudio gegangen. Auf jeden Fall ist das der erste Bikini. Ist in so einem, ja, Anthrazitgrau mit so welchen Stickungen drauf. Und yes, ich glaube, der kann ganz cute aussehen am Strand. Bikini Nummer 1, aber dazu zeige ich euch mal die Jacke, die hängt nämlich da. Diesen Kimono hat sich meine Freundin ausgesucht. Sie soll Ende Sommer nach Italien mit ihrem Freund und der Familie. Und weil ich ja schon oft was von Capsci bekommen habe, habe ich ihr gesagt, hey, such du dir doch mal was aus, weil ich doch auch 2 Kimonos von Capsci bekommen habe. Und ja, sie hat sich diesen wunderschönen Kimono ausgesucht. Der hat so Bänder, da kannst du das vorne zumachen. Und genau, damit kannst du dann halt so am Strand chillen, irgendwie noch abends zum Dinner gehen. Und hinten hat er halt die Besonderheit, dass es einen offenen Rücken gibt, wie ihr seht. Und ja, diesen Kimono bekommt ihr auch bei Capsci. Das ist jetzt der zweite Bikini, den ich mir ausgesucht habe. Und wie ihr seht, der ist auch sehr ausgefallen. Aber ich habe euch auch in einem anderen Bikini-Haul schon mal erzählt, dass ich so High-Waisted-Hosen bei mir nicht so gerne mag, beziehungsweise die nicht so gut aussehen, weil ich einen recht kurzen Oberkörper habe und bei mir das immer gleich aussieht wie so eine Windel oder keine Ahnung was. Dementsprechend werde ich mal schauen, ob eine Freundin von mir den haben möchte. Sie findet High-Waist nämlich sehr schön an ihr, beziehungsweise steht ihr das gut. Und ja, oh, mein Timer. Die Quiche ist fertig, alles klar. Genau, hier seht ihr auch schon die Bikinis, die meine Schwester sich ausgesucht hat. Sie hat sich so einen ganz süßen Grün ausgesucht. Wie ihr seht, sie mag auch gerne High-Waisted. Und einen Knallorangen. Sie war nämlich gerade im Urlaub und ist sehr schön braun. Deswegen wird er wahrscheinlich sehr schön an ihr aussehen. Hier seht ihr nochmal die Verpackung von Capsci. Die geben sich auch immer richtig Mühe. Und das ist auch so ein Zipbeutel, also das ist nicht zum Wegwerfen, sondern das könnt ihr aufbewahren und euch da dann oder eure nassen Bikinis da reintun. Also das hat auch ein bisschen Hintergrund, warum da so ein Zip-Dings ist. Genau, und das sind die Bikinis, die Roni Meloni sich ausgesucht hat. Und wie gesagt, das ist jetzt der zweite und der könnte an einigen Menschen bestimmt richtig schön aussehen, wenn man einfach einen längeren Oberkörper hat. Aber bei mir sieht sowas einfach immer ein bisschen albern aus. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Vielleicht kann ich auch einfach eine andere Hose dazu anziehen. Die graue würde wahrscheinlich auch gehen. Genau. Und vielen Dank für die Kooperation, Capsci. Und jetzt geht's weiter mit dem Food Diary.